Es wird Zeit! Los jetzt! Mitkommen! Ich bin direkt dahinter. Kommunistische Truppen da draußen! Hinter uns! Feindliche Granate! Menschen der großen Sowjetunion! Gestern deutsche Soldaten der 297. Infanteriedivision mehr als 20 Kinder. Leg die Amis unter schweren Beschuss! Sowjetischer Flugzeuge unter dem direkten Befehl eures Anführers ausgelöst. Ohne Rücksicht auf die Sicherheit der Bürger. Dank der mitfühlenden deutschen Soldaten können sich diese Kinder auf eine gute, sichere Zukunft freuen. Kommunisten! Neben den Kisten! Zu unserer Linken! Mann am Boden! Kommunisten! Bei den Vorratskisten! Sanitäter! Feuerschutz! Sowjetische Truppen! Das sind Vorratskisten! Erdgeschoss ist sicher! Scharfschütze! Vassili, das Scharfschützengewehr! Erdgeschoss ist sicher! Erdgeschoss ist sicher! Scharfschütze! Gut, warten Sie jetzt, bis Pavel seine Aufmerksamkeit weckt. Pavel, los! Ja, Genosse! Dritter Stock! Graues Gebäude! Er ist tot! Guter Schuss, Genosse! Gut gemacht, Vassili! Und jetzt weiter! Wir müssen noch den Rest des Rathauses sichern! Wir folgen! Gut!
Ich komme mit. Gefreiter, in Deckung! Geht in Deckung! Die deutsche Armee ist bereit, allen ehrenwerten Sowjetern zu helfen. Sowjetische Truppen! Nehmt den Kontrader! Löscht die Sowjets auf! Gibt Sperrfeuer, Männer! Geschoss gesichert! Oberster Stock, sicher! Das Gebäude ist sicher, Genossen. Wir müssen uns auf den Gegenangriff vorbereiten. Verteidigungspositionen einnehmen! Der Angriff beginnt! Da kommen Sie! Haltet die Position, Genossen! Neben dem Panzer da, nördlich von uns! Waffe! Schnell! Deckung geben! Ich muss nachladen! Die Deutschen schaffen MG-42 zur Front! Schnell! Weg damit! Feinde! In der Nähe des Brunnen! Na los! Schaltet sie aus! Schlüter! Zu dem Panzer als Deckung! Granate in Deckung! Feindliche Infanterie in der Nähe des Brunnens! Na los, schaltet sie aus! Granate, bitte! Sanitäter! Prima! In Deckung! Aljoscha, braucht Deckung, lade nach! Feindliche... MG-42-Schütze! Graues Gebäude, zweiter Stock! Deutsche! Auf der anderen Seite des Panzers! Tötet die Feinde! MG-42-Schütze, wir müssen auf dem Platz beziehen! Weg damit! Leer geschossen! Lade nach! Da ist ein MG-42 nördlich von uns!
nördlich von uns! Nimm die Feindliche! Dann Fahrzeug! Vasili! Eine Panzerabwehrwaffe suchen und ausschalten! Deutsche! Neben dem Panzer da! Nördlich von uns!1941. Der Wüstenfuchs, ein deutscher Feldmarschall, trifft in Libyen ein, um das Kommando über das Afrikakorps zu übernehmen. Innerhalb weniger Monate nimmt der neue Stern am Himmel der deutschen Armee die Gebiete ein, die vor seiner Ankunft vom britischen Commonwealth besetzt wurden. Obwohl sie eigentlich deutlich in der Unterzahl sind, gelingt es dem Afrikakorps mit der überlegenen Reichweite und Panzerung seiner Panzer, es mit den Alliierten aufzunehmen. Im Juli 1942 drängen der Wüstenfuchs und sein unaufhaltsames Afrikakorps in einer Reihe klassischer Blitzkriege die britischen Truppen nach Osten durch die Wüsten von Libyen bis nach Ägypten. Jetzt, Ende 1942 und rund 100 Kilometer vor den Toren der ägyptischen Hauptstadt Kairo, bereiten sich die Truppen des britischen Feldmarschalls Montgomery, zu denen auch die Desert Reds der 7. Panzerdivision gehören, auf den Widerstand gegen die deutsche Offensive vor, um die Initiative zurückzugewinnen. Queen Six, hier ist King Six. Feindliche Panzer verlassen das Depot. Setzen zum Angriff an. Ende. Das ist das, Männer. Unsere Köder sollten diese Panzer ablenken, während wir deren Versorgungen vernichten. Los! Noch ein toter britischer Soldat. Die Engländer sind doch alle nur Baller. Gegen den Gaussekten! Direkt vor uns! Das war zu einfach. Britische Infanterie in der Nähe dieser Kisten. Teilt die englischen Soldaten ab. Bleiben! Los, jetzt! Es ist Frieden! Mann an Bord!
Los jetzt! Wir müssen diese Bunker sichern! Kommen. Okay, ich komme mit. Weichei! Eine ganze Armee ist verweichlicht! Na los, Davis! Wir müssen zu Price und McGregor stoßen! Tomis! Neben diesen Fässern! Linke Seite! Sanitäter! Da drüben bei diesen Fässern! Vor uns! Der ist tot! Feuerschutz! Grupp 2, vorwärts! Gegen den Sergeant Davis und seine Gruppe Feuerschutz! Drüben bei den LKW! Deutsche! In der Nähe dieser Kisten! Das ist der Hilfe wurde getroffen!
dem Ort. Los doch, wir müssen sie ausschalten. Versiegeln Sie diese Bunker, Davis. Deutsche Infanterie, Ami, bei den Vorratskisten. In der Nähe dieser Kisten. Östlich von uns. Auf Deckung. Ich will die Bunkertür offen sehen! Ja, Sir! Davis, überprüfen Sie den Bunker nach feindlicher Aufklärung. Wir haben keine Zeit, einen ganzen Haufen blöder Karten zu sammeln! Captain McGregor! Aber... Ich sagte, halten Sie Ihre Klappe, Private. Sanitäter! Mit mir kommen! Los geht's! Ich hab einen! Ich hab einen! Feind am Boden! Hey, meine Waffe ist leer! Lade nach! Ich komme mit! Mann am Boden! Man braucht uns in der Stadt, Sir. Deutsche Panzer scheinen sich von Osten her unserer Position zu nähern. Sieht nach einem verdammt harten Kampf aus, Jungs.
Bringen Sie uns weg, Private. Sofort, Sir! Davis, McGregor, in den Brenntransporter. Los, wir sind hier fertig. Bei den Feldern!
Queen 6! Queen 6, Ende! Grant, in Deckung! Geschützbatterie. Bin schon dabei! Queen 6, hier spricht King 5! Ende! Brauchen Artilleriehilfe, Queen 6! Wir stehen deutschen Panzern gegenüber! Die wollen uns über den Haufen rennen! Ende! Sie haben durch, King 5! PK 6 ist bereit zum Feuer und wartet auf Koordinaten! Wurde auch Zeit! Davis, hier drüben! Davis! Zum Dach eines dieser Gebäude und lokalisieren Sie Ziele für die großen Geschütze! Los! Packen Sie Ihre Fernglas auf und übermitteln Sie die Ziele an McGregor! Infanterie! Die Kisten! Vor uns!
Im Nordwesten ist immer noch der Panzer von denen! 4, 5, 4! Schuss! Auge! Feuermission, Ziel! 4, 8, 6! Schuss! Teilt euch in Gruppen von 6 pro Panzer auf. Los, Jungs!